Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu Another Brick in the Mall. Wir haben das Ganze als Livestream schon mal gestartet. Ich lasse das jetzt mal in der Zeit so ein bisschen weiterlaufen. Ich habe ein Experiment vor und hätte dazu gerne auch mal eure Meinung. Und zwar bin ich am Überlegen, dass wir ein riesengroßes Einkaufszentrum bauen. Ich mache es diesmal extra nicht im Livestream, sondern jetzt als Aufnahme, sonst wird zwischendurch. Eventuell werden wir das irgendwann mal bei Zeit nochmal in den Livestream mit reinnehmen. Meine Idee ist es nämlich, Folgendes zu tun. Wir haben ja die Möglichkeit, mehrere Sachen zu bauen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, Tabak, Lizenz, Kühlkette, Restaurants und sowas. Meine Idee wäre jetzt hinzugehen und zu sagen, pass auf, wir machen hier ein Geschäft, wo wir halt Lebensmittel bekommen. Das heißt, Lebensmittel wären jetzt zum Beispiel Essen und Trinken. Das heißt aber, Alkohol würde zum Beispiel Richtung Tabak gehen. Das heißt, ich würde ein Geschäft machen, wo ich Zigaretten habe, Alkohol habe. Und ja, was ist halt die Frage? Also unter was würde man das noch reinpacken? Also wir haben da halt mehrere Möglichkeiten. Kühlkette würde ich vielleicht, oder man müsste das so ein bisschen anders machen. Ich würde ein Geschäft machen, wo wir einen Getränkemarkt haben. Wo wir halt nur die Getränke drin haben. Dann könnten wir ein Geschäft machen, wo wir nur Zigaretten verkaufen. Das heißt normale Zigaretten, E-Zigaretten, sowas halt, diese Liquids. Ja, also die Raucher, oder die Raucher, sage ich jetzt mal, die kennen das ja bestimmt. Lebensmittel würde ich vielleicht nur Essen reinmachen, wie Tiefkühllieferanten, solche Sachen. Dann ist halt die Überlegung zu sagen, Milch zum Beispiel ist auch Lebensmittel. Medienlieferant, das würde ich vielleicht da so einen haben, wo wir nur Bücher, DVDs, Blu-Rays eine Abteilung haben. Elektrohändler eine Abteilung haben. Das heißt, für jedes Ding, was wir haben, ein extra Geschäft zu machen, um dann zu schauen, wie funktioniert das? Bekommen wir mehr Geld? Rechnet sich das? Restaurants und Bars separat zu bauen? Sowas würde ich jetzt halt ausprobieren. Ich würde jetzt so mal so eine Viertelstunde aufnehmen, weil ich habe jetzt heute nicht allzu viel Zeit. Und ich habe jetzt auch gemerkt, dass in manchen Folgen, ich habe ja ein neues Mikrofon gekauft. Und da ist mir dann auch aufgefallen, dass das manchmal so, wenn ich so gewisse B oder P sage, so richtig ploppt. Ja. Und deswegen habe ich jetzt den alten Pop-Up-Filter von dem, also den Pop-Up-Filter von dem anderen Mikrofon genommen. Und habe das jetzt so gemacht, dass ich jetzt da hingegangen bin und gesagt habe, ja, okay, pass auf, weißt du was? Ich mache da mal meine, pack den jetzt mal da dran und guck, wie das dann passt. Dann machen wir auch nochmal eine Straße hoch, dass wir hier so ein bisschen höher bauen können. Von den Sachen her und ob das dann weg ist. Ich würde nämlich jetzt hier auch noch ein paar Sachen erweitern. Und zwar würde ich jetzt hier hingehen, weil ich muss ja natürlich noch nachher noch die Security bauen. Würde ich jetzt hier so ein bisschen größer bauen. Das heißt, das machen wir direkt mit rein. Ich muss jetzt nur gucken, dass da natürlich jetzt keiner hier rausgeht. Dass wir diese ganzen Lebensmittel, die wir jetzt schon haben, immer zwei Regale von haben. Jetzt lohnt sich das natürlich noch nicht. Unser Einkaufsgeschäft ist noch nicht so groß, weil wir haben noch nicht so viele Parkplätze. Das kommt jetzt aber noch. Ne? Also die Kundenparkplätze kommen natürlich jetzt noch mit der Zeit. Hier, den lasse ich frei. Da könnte man nachher, sag mal schnell, die Bushaltestelle hinpacken. Ja, das wäre zum Beispiel noch eine Möglichkeit. Personalparkplätze, die würde ich zum Beispiel hier vorne hin machen. Fürs Personal, damit die erstmal nicht so weit laufen müssen. Das wäre zum Beispiel noch eine Idee. Ich habe dann das Geschäft jetzt von 7 Uhr bis 20 Uhr abends offen. Habe immer zwei Kassierer, die normal arbeiten, und einen Springer. Ein Springer ist im Endeffekt jemand, in dem Fall, der hier so eine Zwischenschicht macht. Wenn ich jetzt hier gucke, was jetzt hier relativ zügig verkauft worden ist, ist zum Beispiel hier Zewa, also Toilettenpapier. Ja, das ist jetzt hier relativ zügig verkauft worden. Na, Corona. Corona, ich habe es bei einem gesehen, da gab es sogar Corona bei ihm im Spiel, wo ich mir dachte, wow. Da haben sie aber wirklich an alles gedacht, ne? Jetzt muss ich mal kurz hier verwalten, das Büro. Und zwar, die lasse ich mal so auf 8 Stunden. Das reicht erstmal. Ich mache das jetzt auch nur mit den zwei Leuten. Wartungszentrum. Die Bauarbeiter, die würde ich so ein bisschen umplanen. Da würde ich direkt auf Schichtarbeit gehen. Lass mich gucken, Schichtplanung. Der Hausmeister, der fängt von 6 an bis 2. So, du machst von 2 bis... Von 6 bis 2. Also die arbeiten auch nur ihre 8 Stunden. Ich will nicht, dass die länger arbeiten, weil die mich sonst so viel Geld kosten. So, dann gehen wir das auch runter. So, das heißt, die lassen wir laufen. Kommt er mit einer neuen Idee. Spiritosengeschäft. Ich habe es noch nicht mal erforscht. Ja, das ist halt das Ding an der Sache. Muss ich natürlich hier noch das umbauen hier mit der Mama, dass wir hier das Lager hinbekommen. Und das müssen wir gleich als ganzes Geschäft machen. Dass wir das einmal zuweisen. Hier könnte man nachher die Security reinmachen. Da muss ich das Ding wieder zuziehen. Ja, dass das für Personalbüro ist. So, jetzt muss ich da hingehen und sagen, pass auf, ich muss das jetzt noch zuweisen. Wo ist es? So, Büro. Nein, ich brauche mein Geschäft. So, das wird das Geschäft und das wird das Geschäft. Wir machen nachher hier wieder den Ausgang.
hin und deswegen müssen wir halt ein bisschen größeres Lager bauen. Obwohl, wir lassen das Lager erstmal so, würde ich sagen. Wir lassen es erstmal so. So, jetzt bauen wir noch auf jeden Fall ein paar Dinge. Und zwar bauen wir jetzt noch, ja, Lebensmittel habe ich gesagt, lassen wir raus. Ah ne, Getränke lassen wir raus. Das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall Kühltruhen. Lasse ich mal weg, weil das ist unter Lebensmittel, Palette, Kleider zum Beispiel. Machen wir auch ein extra Geschäft. So, Regale. Genau, Regale brauchen wir auf jeden Fall. Die machen wir dann nochmal hier welche hin. Lebensmittel mache ich hier dann auch nochmal welche hin. Dass wir die dann gleich füllen können. So, das haben die jetzt alles soweit gebaut. Und wenn das jetzt hier gleich steht, sobald der natürlich jetzt da ist, können wir das nämlich jetzt auffüllen. Weil wir brauchen noch einen zweiten Lageristen, sehe ich gerade. Das wird sonst nämlich nichts. Okay, Geschäft. Wir brauchen noch einen Lageristen. Bauarbeiter, Kellner. Lagerist, der Hausmeister wäre relativ gut. Den würde ich auch einstellen. Aber den würde ich dann verschieben zum Büro. Ah nein, dann ist das nicht. Wartungszentrum, auch nicht. Bauarbeiter, Hausmeister. So, den versetzen wir. Wir brauchen einen... Achso, den Schichtplan muss ich dann auch noch anpassen. So, die könnte ich hier so ein bisschen schieben. Da habe ich immer einen, der da arbeitet. Von 6 bis 2. Also das sind unsere Bauarbeiter. Achso, der Hausmeister. Okay, die haben wir geschoben. Das passt, die können wir dann so ein bisschen... Wohl, wie lange habe ich jetzt offen? Ich glaube bis 10. Ne, bis 8 Uhr habe ich offen. Wir machen mal bis 10 Uhr auf. Dann muss ich mal auch eben die Kassierer abändern. Wartungszentrum. Gewünschte Lagerbelegung machen wir 70%. Das sollte reichen. So, Lager neu verbinden. Nein, eigentlich nicht. So, Schichtplanung, Kassierer. Von 6 bis 2... Der macht dann hier so eine Mittelschicht und der geht dann hier so bis 10. Dann machen wir hier so. Hat der immer zwei Balken. So, du bist Lagerist, du hast von 6 bis 2. Dann brauchen wir noch einen Lageristen, der von 2 bis 10 arbeitet. 25. Wir müssen auch mal gucken, ob die sich mit der Zeit verbessern. So, Schichtplanung. Du machst dann hier die Spätschicht. Wir haben dann bis 10 Uhr offen. Wir machen auch von 6 bis 2 offen. So, wenn die schon um 6 Uhr anfangen, sollen die auch um 6 bis 2 arbeiten. Jetzt habe ich hier keinen, der hier arbeitet. Wieso habe ich keinen Bauarbeiter in der Nachtschicht? Verwalten. Wo sind meine Leute hier? Wartungszentrum. Personal. Schichtplanung. Okay, na, doch, das kommt. So, dann können wir hier nämlich direkt auffüllen. Dann machen wir hier rein. Produkte. Was habe ich jetzt gesagt? Windeln. Toilettenpapier. Sowas machen wir jetzt erstmal da rein. So. Dann machen wir das hier auch rein. Das machen wir rein. Binden und Tampons können wir noch gebrauchen. Bettlaken könnten wir reinmachen. Wobei, da die Frage ist, unter was packen wir Bettlaken? Unter was packen wir Geschirr? Haushaltswaren. Da können wir ein extra Geschäft für machen. Soßen und Gewürze. Reis und Nudeln. Wir könnten auch erstmal die Getränke mit reinnehmen, würde ich sagen. Da haben wir die hier nicht drunter. Geschäfte, die haben wir hier nicht drunter. Süßigkeiten. Konserven geht eigentlich auch immer. Achso, da Getränke. Getränke machen wir auch mal mit rein. Erstmal, wir werden das mit der Zeit natürlich umbauen. Kühltruhe könnten wir zum Beispiel auch reinmachen. Obwohl, machen keine. Wir haben noch ein Lebensmittelgeschäft. Die anderen Getränke. Und dann machen wir hier noch ein paar Regale rein. So, 5000. Ich muss nur gucken, wie das ist von der Zeit her, dass wir da nicht allzu lange machen. So, Säfte. So, dass ich jetzt von jedem einmal was anbieten kann. Zumindest Elektronikbedarf wird nachher auch wegfallen. Den werden wir nachher auch umstellen in Richtung Elektronik. Spiel, Actionfigur, Actionfigur. So. Was habe ich hier? Warteschlange. Wir brauchen noch eine Kasse. Die rennt uns gerade die Bude ein. Das ist der Wahnsinn. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Kasse. Kasse. Und wir brauchen mehr Parkplätze, sehe ich gerade. Parkplätze. Kundenparkplatz. Den lasse ich hier mal frei. Dann mache ich hier den als Kundenparkplatz rein. Den lasse ich auch mal frei. Das wird nachher noch eine Straße. Das wollte ich als Bushaltestelle machen. Und das wird nachher auch eine Straße nach oben. Wir brauchen... Ja, wir brauchen noch einen Kassierer. Definitiv. Das geht nämlich jetzt relativ zügig gerade. So, wir brauchen Geschäftspersonal. Pass auf, dann müssen wir auf jeden Fall noch einen Kassierer einstellen. Die ist relativ gut. Die hat auch einen recht hohen Lageristenwert. Ich hatte aber einen Lagerist, der auch eine recht hohe Kasse hatte, ne? So, pass auf, dich verschieben wir
ins Geschäft. Du bist jetzt vom Lagerist zum Kassierer versetzt worden. So, Schichtplanung. So. Dann brauche ich noch einen Kassierer. So, noch einen Kassierer. Den stellen wir... Obwohl, der ist Bauarbeiter relativ hoch. Den stellen wir auch als Kassierer ein. Dass wir da 3 Stück haben. Und Lagerist brauche ich jetzt. 19, 16, 20. Dann stellen wir die Frau ein. So, Schichtplanung. Dann stellen wir das darüber. Und wir stellen, glaube ich, noch ein paar Büroleute ein. Büroangestellten einstellen. Da könnten wir jeweils noch... Die sind alle Mist im Endeffekt, ne? Die sind nicht so gut. Der ist gut, hier Büro. Oh, der hat auch einen recht guten Kassiererwert. Der hat 42 Büro und 37 Kassierer. Aber er hat keine Geduld. Den kann ich nicht als Kassierer einstellen. Den kann ich aber als Büroangestellten einstellen. Nee, auf keinen Fall. So, die fangen an von 6 bis 2. Und wer keine Geduld hat, der macht Nachtschicht. So, auch Büro. So, wir brauchen noch 3 Stück für Büro. 21. 25, ich brauche noch einen. So, Schichtplanung. So habe ich dann immer 2. Auf einer Schicht. Und kann die durchgehend arbeiten lassen. So, es ist halt die Frage, ob sich das Ganze richtet. Wir brauchen halt relativ schnell die Sicherheit wegen der Gepiepse. Und dann müssen wir natürlich eine Reihe erweitern, dass wir hier die Sachen hinbauen können für die Security. So, das ist schon mal ganz gut von dem Gewinn her. Ich hoffe, dass das diesmal auch alles passt. Ich finde immer noch, das andere Mikrofon hatte, glaube ich, einen besseren Klang. Meine ich zumindest. Aber kann auch sein, dass ich mich da täusche. So, Personal sollte vom Parkplatz her passen. Bauen, Personalparkplätze machen wir hier noch hin. Straße machen wir später. Das Lager weiß ich noch nicht, ob wir das erweitern. Weil es sollte eigentlich reichen. Wir könnten aber zu sagen, hier pass auf, zuweisen, Lager. Das ist ein Lager. Jetzt kriegen wir nochmal Sachen dazu. Das ist sehr gut. Und jetzt haben wir 3 Kassierer. Guck mal, wie schnell das geht. Und ich möchte das am Ende wieder so machen, wie wir das vorher auch hatten in dem Livestream, wo wir quasi das so gemacht haben, dass hier der Eingang ist, hier ist der Ausgang. Ja, das heißt, hier wird die Security nachher hingebaut. Und dann werden wir da den Ausgang hinmachen. Oder wir werden nachher hier den Ausgang hinmachen und hier vorne den Eingang. Das könnte man natürlich auch machen. Also Parkplätze haben wir derzeit genug, das ist schon mal ganz gut. Die Forschung läuft aktuell, die Schichten laufen auch durchgehend. Leute kaufen, das ist schon mal gut. Machen wir den Gewinn aktuell? 71% geht derzeit nach oben. Verbundenes Lager 1. Hauptprodukt sind Windeln 37. Hauptkategorie sind wir mit 37% Lebensmittel. Ja, wir haben 16 Stunden offen. Das sollte normalerweise, wenn man das so überlegt, die Geschäfte haben 16 Stunden offen. Also bei uns, der Aldi, der fängt um 7 Uhr an und macht um 8 Uhr abends zu. Das ist für einige Sachen mittlerweile echt undenkbar, wenn man sich das so überlegt. Die einzigen, die jetzt arbeiten, sind die anderen. So, ich würde jetzt noch einen Tag mitnehmen. Sicherheit ist sehr schön. Machen wir direkt Sicherheit 2. Dann können wir direkt jetzt hier bauen. Pass auf, wir müssen dann natürlich... aber hier kann, das Problem ist, ich kann hier drüben nichts hinbauen. Wo mache ich das jetzt hier mit der Security, ist die Frage. Ich würde sagen, wir machen hier einen extra Baubereich. Machen wir 4x4. Ich muss das ja größer machen, sehe ich gerade dann. Machen wir den Bereich hier als Security. Was ist das? 6? Machen wir 6x6. Verwalten. Personalbüro. So. Dann machen wir da... Ja, wir müssen das erstmal bauen. Können wir auch die Pieper direkt bauen. Stalldetektor. Ja, das Problem ist, ich kann die... Jetzt müsste ich die Kassen alle verschieben. Die muss ich jetzt einmal hochschieben. Einmal hoch, deswegen, weil wir dann die Detektoren bauen können. Hä? So, das Regal schieben wir dann auch einmal. Ach, kann ich ja gar nicht nach oben schieben. Hahaha, doch, kann ich doch nach oben schieben. Da schieben wir mal eins nach oben.
So, obwohl, warte mal, mir fällt gerade ein, wir könnten das nächste Mal umgestalten. Wir machen das nächste Mal so, dass wir die Kassen hier... Nee, warte mal, hier machen wir Ausgang, hier machen wir Eingang. Genau, so machen wir das, so machen wir das. Wir machen hier den Eingang hin. So, dann können wir jetzt direkt hier verwalten, zuweisen. Was möchte mein Handy denn gerade? Ja, schön, dass das alles versandt ist. Ich möchte ganz gerne... Ich warte immer noch drauf, dass ein paar Sachen kommen. Ach, Amazon, lass mich jetzt in Ruhe. So. Wir weisen das jetzt zu, Sicherheitszentrale. Und brauchen jetzt natürlich in der Sicherheitszentrale Personal. Das heißt, ich muss noch vier Wächter einstellen. 1, 2, 3, noch einen brauchen wir. Hier. Jetzt muss ich erstmal die Schicht planen. Ja, eure Sachen kriegt ihr jetzt. Ich musste mich jetzt gerade überlegen. Patrouille machen wir hier. Machen wir die Patrouille. Und den anderen machen wir hier vorne hin erstmal. Oh ne, warte mal. Machen wir nicht. Stopp. Wir machen das. Ja, doch, machen wir so. So, pass auf. Du fängst da an. Nein, du nicht. Du fängst da an. Du gehst darüber und du gehst darüber. Wir werden dann das nächste Mal hier umbauen, das Ganze erweitern. Die Security 2 habe ich jetzt extra reingenommen, damit wir so, es gab einen Film, da hatte der Typ auch so ein Ding, wo du relativ schnell durch die Gegend fahren konntest. Sowas haben wir dann jetzt im Endeffekt. Ja, so ein Fahrwagen ist das ja im Endeffekt, ne? So, wir brauchen Geschäft. Fitness, Fast Food. Ne, ich möchte einfach nur Geschäft. Kühlregal haben wir momentan nichts. Wollen ja hier nur Lebensmittel reinmachen. Also der Disco-Man macht die Patrouille. Aber die Leute klauen natürlich auch ganz gerne. Sobald es Richtung Spirituosen geht und sowas, klauen die halt sehr viel. Momentan ist das ja noch... im Reich des, ja, ist immer so begrenzten, ne, wenn man das so sieht. Da hat mich schon einer geklaut. Das ging aber schnell. Das ging aber relativ zügig. Hier machen wir nachher nur Ausgang hin, hier. Ich müsste den hier oben patrouillieren lassen, weil hier, da geht das Ding mal auf und zu, das nervt dann auch schon. Okay, was war's, das machen wir jetzt noch rein. Was auf Patrouille bearbeiten, die machen wir weg. Hier bearbeiten, das geht weg, du gehst hier oben her. Verwalten, genau, pass auf, du kriegst die hier und du kriegst die hier. Dann bauen wir hier ein Drehkreuz hin, dass das nur Ausgang ist. So, dann machen wir hier vorne, bauen wir eine Mauer, könnten wir eigentlich... wie mache ich das jetzt? Man könnte hier so einen kleinen Raum reinmachen. Dass wir hier... Ich gerade machen wir das so. Ja, am besten machen wir eine Vierergröße. So. Dann machen wir hier Eingang. Obwohl, brauche ich gar nicht. Dann brauche ich das... Kann ich den nämlich abreißen. Hier, pass auf, den reißen wir wieder ab. Dann haben wir doch die Größe, die wir brauchen. Dann machen wir hier noch bauen. Obwohl, dann brauchen wir das gar nicht so groß machen. Ach doch, ich muss ja hier so... Warte mal, brauche ich die? Ne, warte mal, die könnte ich doch... Ne, warte, ich muss da eine Tür reinmachen, genau. So eine Doppeltür brauche ich. Jetzt war ich gerade etwas verwirrt. Machen wir hier eine Doppeltür rein. Und wir machen hier vorne die Diebstahldetektoren rein. Kann ich die direkt da reinbauen? Nein. Und dann brauche ich die Mauer doch gar nicht bauen im Endeffekt, ne? Die kann ich doch weglassen dann. Die lasse ich weg. Verwalten, weil da haben wir doch direkt die Tür da. Ich bin gerade gedanklich schon etwas woanders. So, dann machen wir dahin die. Dann pass auf, dann verwalten wir nochmal die Sicherheit. Der geht komplett weg. Patrouille bearbeiten, der geht komplett weg. Kriegt hier seine Patrouille. Und der andere kriegt auch hier seine Patrouille und du auch. So. Das heißt, die haben wir dann nur Ausgang. Und da ist nur Eingang. Das heißt, die Leute müssen zwangsmäßig, wir testen das jetzt noch eben,
da durchgehen. So, wir haben 63% Gewinn gemacht aktuell. Wir müssen natürlich jetzt die nächsten Sachen erforschen, das ist ganz klar. Ne? Also da müssen wir halt uns überlegen, wie machen wir das. Da wäre jetzt natürlich eure Meinung gefragt, wie machen wir das. Wir starten jetzt noch eben in den Tag rein und gucken uns das an. Und dann gucken wir mal, wie gut das Ganze dann gelaufen ist. Und ich hoffe, dass das dann mit diesen PIP und sowas, wie das so richtig bloppt, dass das dann jetzt weg ist. Weil eigentlich habe ich gedacht, ich brauche für das Mikro keinen Pop-Up-Filter. Man sollte auch irgendwie keins nutzen. Also man bräuchte irgendwie keins, aber das hat sich ja dann doch irgendwie anders rentiert. So, was kaufen die denn da ganz gerne? Dosen kaufen die ganz gerne. Jetzt müssen sie natürlich außen rumlaufen. Ja, wenn du das neue haben möchtest, gerne, aber kriegst den Arm nicht. Nee, den Arm behalte ich. So, wir können hier noch eine Sitzbank hinbauen. Da könnte man noch welche hinbauen, damit die Leute sich hinsetzen können. Mülleimer können wir hier noch hinstellen. Haben wir noch irgendwas an Boden? Wo haben wir das denn hier? Bar. Boden, der Bodenfliesen. Was haben wir denn hier? Irgendwas, was man hier so. So, machen wir das so rum. Ja, guck mal, das funktioniert doch wunderbar. Die Leute kommen da rein und da gehen sie raus. Es ist natürlich doof gelöst mit dem Eingang. Eigentlich müsste ich den Eingang hier hin machen. Und den Ausgang direkt daneben. Ja, eigentlich, glaube ich, die bessere Idee, ne? Weil du einen Eingang und Ausgang direkt nebeneinander hast. Der Hausmeister backt auch gerade rum. Ja, dann machen wir das auch. Was ist das? Wir reißen das ab. Wir bauen das um. Wo habe ich es denn hier? Drehkreuz. Dann machen wir hier auch direkt die Diebstahldetektoren hin. Pass auf. Wo sind sie? Handelbank. Na, Diebstahldetektor. Verwalten. Doppeltür. Die reißen wir dann ab. Dann müssten die das nämlich jetzt eigentlich in der Nachtschicht machen, so dann bauen wir die Mauer da wieder hin. Die reißen wir dann. Hätten wir eigentlich auch. Die hätten wir eigentlich nur umschieben brauchen. Verdammt. Ah, warte, nicht so schnell. Abreißen. 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 So, verwalten. Sicherheitszentrale. Personal. Du bekommst einen neuen Weg, der geht weg. Du bekommst ihn direkt hier oben. So, verwalten. Zuweisen. So, und dann testen wir dann in der nächsten Folge, werden wir uns das genauer mal anschauen. Und dann können wir mal gucken, was wir als nächstes erforschen. Was würden wir als nächstes mit reinnehmen? Getränke wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Alkohollizenz. Das wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt, dass wir die mit reinnehmen. Dass wir einen Getränkemarkt bauen können, hier nebenan. Also hier würde ich dann die Straße gleich hochziehen. Hier würde ich den Getränkemarkt hinbauen. Die Frage, lohnt sich das? Rechnet sich das? Ist das sinnvoll? Das werden wir dann austesten. Ich will jetzt nur mal eben gucken, ob das Sinn macht mit dem Eingang hier. Obwohl, wir könnten eigentlich als nächstes mal. Es gab doch noch irgendwas anderes, was man erforschen sollte, habe ich mal gesehen. Verkaufsanalyse. Dann können wir nämlich genau sehen, was wir da als. Was wir da wirklich brauchen. Würde ich das nehmen. Kühlkette. Ja, ich würde sagen, machen wir erst Kühlkette und dann. Also, wir machen. Ja, das Verkaufsanalyse, Kühlkette, Alkohollizenz, wenn ihr nichts anderes sagt. Also, ich weiß noch nicht, ob ich morgen dazu komme, eine neue Folge aufzunehmen. Das Security macht Wettrennen, wer schneller ist hier. Ja, mal gucken, das funktioniert doch wesentlich besser. Boah, da hast du gesehen, wollte nämlich wieder einer klauen. Aha. So, pass auf, wir verschieben die Objekte. Wir machen hier vorne die Bank hin. Das verschieben wir dann hier vorne hin. Kann ich nicht verschieben, die kann ich dann gleich abreißen. Die verschieben wir dann auch mal. Packen wir dann da vorne hin, den verschieben wir auch mal. Mal da vorne hin. So, dann machen wir noch eben... Bodenfliese, die können wir hier komplett machen. Können wir hier komplett abreißen. Ach ne, kann ich die nicht abreißen? Ich bin eine Mauerobjekte.
Ne, geht nicht. Okay, dann lassen wir sie halt da. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt müssen wir natürlich nur gucken, haben wir denn auch sowas wie Lichter, die wir bauen können? Ne, wir haben keine... Oder Lampe? Ne, wir haben keine Lampe. Da habe ich nur Boden drunter, Geschäfte alle. Dekoration könnte ich gucken, ob da irgendwie was drunter ist. Außenbeleuchtung. Alter, leck mich doch am Baum. Außenbeleuchtung heißt das Ding. Wäre halt gut für die Nachtschicht im Endeffekt, ne? Aber es läuft schon mal. Wir machen Geld, wir sind noch nicht im Minus. Wir machen aber immer noch Minusgeschäfte. Wir sind bei 67% aktuell. Ja gut, wir machen jetzt Minusgeschäfte, weil wir noch nicht so viele Sachen haben. Aber die Leute, was kauft ihr denn hier ganz gerne weg? Hier, was ist das denn hier? Lebensmittelregal, Kaffee und Tee wird sehr viel gekauft. Hab ich aber hier unten. Und Getränke werden halt auch sehr viel gekauft. Wir testen das mal aus, würde ich sagen. Jetzt ist es doch eine halbe Stunde geworden. Gut, okay. Ich würde sagen, hier hören wir dann auf. Ich speichere dann mal eben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt.